Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten trotz der herausfordernden Zeit einige erholsame Osterfeiertage bei bestem Wetter. Zum Start in die nachösterliche Woche möchte ich Ihnen heute wieder in einem kurzen Podcast einige wichtige Informationen mit auf den Weg geben. Beginnen möchte ich mit unserer Spendenaktion FAU for FAU. Viele von Ihnen haben es ja bereits mitbekommen. Am letzten Donnerstag haben wir an der FAU die Spendenaktion FAU for FAU gestartet. Wir möchten damit jenen Studierenden helfen können, die aufgrund der Corona-Pandemie unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Viele Aushilfsjobs in der Gastronomie oder auf Messen sind weggebrochen und einige unserer Studierenden wissen im Moment nicht, wie sie für ihren Lebensunterhalt oder auch für die Lehrmittel aufkommen sollen. Bereits während des Osterwochenendes gab es einige ermutigende Rückmeldungen. Wir haben die ersten Spenden erhalten und verbunden damit waren sehr, sehr nette E-Mails von Spenderinnen und Spendern. Auch die ersten Anträge von Studis sind bei uns eingegangen, die wir selbstverständlich nun sehr zügig bearbeiten werden. Es gab aber auch einige kritische E-Mails. Die Uni müsse doch selbst Geld für ihre Studierenden bereitstellen. Allerdings muss man wissen, dass es ein staatliches Spendenverbot gibt. Und außerdem ist es doch ein großartiges Zeichen der Solidarität, wenn wir alle als Angehörige unserer FAU mit einem Beitrag nach unseren persönlichen Möglichkeiten helfen. Sollten auch Sie spenden wollen oder selbst einen Antrag stellen müssen, möchte ich Ihnen noch einmal die Webseite unserer Spendenaktion ans Herz legen unter fau.info/FAU4FAU finden Sie alle notwendigen Informationen. Wir erwarten alle gespannt auf die nächsten Schritte der Politik, die für morgen erwartet werden. Die Experten plädieren weiterhin für Vorsicht und die positiven Effekte des Shutdowns sollen nicht leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden. Auch wenn vielleicht Lockerungen kommen, das Semester startet am 20.04. online und auch Prüfungen im größeren Stil werden zunächst nicht in Präsenzform stattfinden können. Die FAU hat deshalb eine sogenannte Corona-Satzung erarbeitet und nunmehr auch offiziell beschlossen. Die wichtigsten Punkte zur Satzung. Die Satzung regelt und vereinfacht das Thema Online-Lehre. Die Satzung macht Online-Prüfungen unter bestimmten Voraussetzungen erst möglich und die Satzung vereinfacht die Flexibilisierung bestimmter Veranstaltungen wie Praktika, die beispielsweise in Blockveranstaltungen umgewandelt werden können. Für unsere Corona-Satzung liegt die Zustimmung der unterschiedlichen Ministerien bereits vor und wir rechnen damit, dass die Satzung sehr zeitnah in Kraft treten kann. Zum Schluss vielleicht noch eine Information, die Sie interessieren könnte. Im Augenblick wird in den Ministerien darüber diskutiert, den Start der Vorlesungszeit im Wintersemester 2020 ein wenig nach hinten zu schieben. Die Vorlesungen würden damit erst am 1. November 2020 starten, anstatt wie sonst Mitte Oktober. Die Kultusministerkonferenz hat diese Info auch bereits auf ihrer Webseite veröffentlicht. Diese Überlegungen würden natürlich auch die Planungen für das anstehende Sommersemester, die nachzuholenden Prüfungen oder die en bloc zu planenden Praktika deutlich entzerren, weswegen die bayerischen Universitätspräsidentinnen und Präsidenten die Überlegungen grundsätzlich befürworten. Eine finale Entscheidung dazu erwarten wir allerdings erst in den nächsten Wochen. Und nun wünsche ich Ihnen einen guten Start in die nachösterliche Woche. Bereiten Sie sich so entspannt wie möglich auf den Beginn der Vorlesungszeit ab dem 20. April vor. Wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich bitte bei uns und ansonsten gilt wie immer in diesen wilden Zeiten, bleiben Sie gesund.